Lieber Andrea, liebe Katja Kipping, meine Damen und Herren, ich leide manchmal ein bisschen darunter, dass Leute im progressiven politischen Lager die Umwelt so ein bisschen nach hinten schieben. Also ich finde Gerechtigkeit zuerst, zumal nachdem 30 Jahre lang die Schere zwischen Arm und Reich aufgerissen ist, ist man so wütend über die Ungerechtigkeit, dass man denkt, ach Umwelt, das ist vielleicht was für die Bürgerlichen. Nein, zum Teufel nochmal, nein, es ist brandgefährlich mit der Umwelt. Das ist ein Bild, was eine Dynamik von vor 7800 Jahren zeigt. Damals war über dem, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, ein Eisgebirge von der Mächtigkeit des Grönlandeises. Und in kürzester Zeit ist das ins Meer gerutscht. Das ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, das hätte 1000 Jahre gedauert. Das war die Zeit der Sintflut. Und im Moment sind wir dabei, Grönland so zu destabilisieren, dass so etwas wiederkommen kann. Und was ist dann mit der ungefähr 1 Milliarde Menschen los, die heute an den Küsten leben? Die meisten davon arme Mäuse. Wir müssen was tun. Das ist jetzt ein Beispiel, Bangladesch. Also wenn Grönland, das Grönlandeis ins Meer rutscht, ist Dhaka, eine Stadt mit 20 Millionen Menschen, und die Hälfte von Bangladesch im Wasser. Ja? Wir müssen. Wie? Ja, ach so, ja, vielleicht ein bisschen weniger Licht, das ist eine ganz gute Idee. Trotzdem zeigen die Entwicklungsländer wenig Neigung, sich beim Klimaschutz überhaupt zu engagieren. Das hat man in Kopenhagen gesehen, schon in Kyoto, dann in Cancun und in Durban wird es genau das Gleiche sein. Und das hat genau eine Erklärung. In den Köpfen geistert die sogenannte Kuznets-Kurve der Verschmutzung. An sich eine optimistische Kurve. Die Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder Japan oder was, fangen an, arm und sauber. Dann kommt die Industrialisierung, dann werden sie reich und schmutzig. Wenn sie ganz reich sind, dann kümmern sie sich um den Umweltschutz, dann werden sie reich und sauber und alles wieder in Ordnung. Und das haben alle Leute im Kopf, im Norden wie im Süden. Es kann einem passieren, bei so einer Konferenz in Kopenhagen kommt man mit irgendeinem Vertreter von Bangladesch oder von Paraguay oder was zusammen, die sagen, ja, wir sind ja noch nicht mal reich und schmutzig. Wieso sollen wir uns dann jetzt ums Klima kümmern? Da ist natürlich psychologisch, moralisch was Richtiges dran. Nur, wenn es so einfach wäre, dass man das Ganze mit Moralin bekämpft, dann hätten wir kein Problem. Aber wir müssen wirklich etwas tun. Aber was? Zumal bei CO2-Intensität bisher noch nicht mal die Kuznets-Kurve existiert. Heute ist CO2-Intensität einer der zuverlässigsten Gradmesser für Bruttosozialprodukt pro Kopf. Wer wird darauf freiwillig verzichten? Keiner. Das heißt, wir müssen erstmal diese Kuznets-Kurve herstellen, die Dekarbonisierung. Dazu hat Hermann Scheer unter uns 80 Millionen Deutschen vermutlich den größten Beitrag geleistet. Aber natürlich noch längst nicht genug. Es muss noch dringend weitergehen. Franz Alt ist vielleicht Nummer 2 in der Hierarchie, oder? Also jedenfalls, wir müssen dringend dieses bewerkstelligen. Wohlstand mit ganz wenig CO2. Aber es ist noch nicht da. Und es genügt noch nicht. Denn wenn erstmal 7 Milliarden Menschen an eines Tages 9 auf den schmutzigen, CO2-intensiven Buckel raufkommen, dann ist es zu spät für das Grönlandeis. Das heißt, wir müssen denen dann helfen und unterstützen und beibringen, diese Kurve zu durchtunneln. Nur, es geht niemand in einen Tunnel rein, wenn er nicht weiß, dass Licht am Ende des Tunnels ist. Das heißt, wir müssen erstmal das Licht anzünden, zeigen, dass es geht. Die beste Lösung wären pro Kopf gleiche Emissionsrechte weltweit. Manmohan Singh, der indische Premierminister, war zu Gast in Deutschland während des Heiligen Damm-Gipfels
auf Einladung von Frau Merkel und hat dort unter anderem gesagt, ja, pro Kopf gleiche Emissionsrechte. Das hieße dann, wir aus Deutschland müssten nach Indien shopping gehen für Rechte. Und das hieße, plötzlich hätte ein Emissionsrecht in Indien einen Marktwert, hat es heute nicht. Heute ist in Indien oder in China oder in Peru oder irgendwo ein Neubau eines Kohlekraftwerks eine Lizenz zum Gelddrucken. Und deswegen wird es auch ohne Ende gemacht. Erst in dem Moment, wo es in Peru und Indien und so weiter geldwert ist, CO2 nicht zu emittieren, weil man die Lizenzen verkaufen kann, in dem Moment fangen die an, über die Durchtunnelung der Kohle nachzudenken. Heute nicht. Frau Merkel hat sich tapfer dafür eingesetzt. Inzwischen ist es wieder ein bisschen vergessen. Ist auch schon wieder 5 Jahre her. Aber das Thema ist weiterhin vorhanden. Und der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung, WWGU, hat ja ein noch ehrgeizigeres Modell vorgeschlagen, den sogenannten Budgetansatz, wo man einfach sagt, all das, was wir historisch schon in die Luft gepustet haben, das zählt uns negativ, damit die Entwicklungsländer auch noch nachholen können. Auch ein Gerechtigkeitsthema. Nur, wer macht denn da mit, wenn man sowas vorschlägt? Und welche machen nicht mit? Also das sind die Pro-Kopf-CO2-Emissionen farblich dargestellt und man kann einfach sagen, was hier grün und gelb dargestellt, das sind die Kandidaten dafür, so ein System mitzumachen und die roten sind die, die das nicht wollen. Und genau so sah es in Kopenhagen und so weiter aus. Also, ist leicht zu begründen, die Entwicklungsländer sind im Boot, über Nacht wird es dort profitabel, die Kraftwerke nicht zu bauen, aber das ist natürlich nichts für Marktfundamentalisten. Jetzt eine etwas andere Thematik, aber sehr vergleichbar, die Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich? Nachhaltig heißt, kleine ökologische Fußabdrücke und ein befriedigender Human Development Index oberhalb von 0,8, sagt man, ist okay. Und dann bleibt übrig das Rechteck der nachhaltigen Entwicklung. Da ist im Moment nur ein einziges Land drin, das ist zufällig Kuba. Aber da wollen wir auch nicht alle hin auswandern. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gefährt wieder bevölkert wird. Und die Idee von diesem vorhin genannten Buch Faktor 5 ist, bei einer Verfünffachung der Ressourcenproduktivität können wir die reichen Länder ohne Wohlstandsverlust dort reinschieben und die armen Länder hereinziehen und die Bevölkerung ist dann wieder da. Wir brauchen ein Umdenken bei der Produktivität. Bisher galt eigentlich nur die Arbeitsproduktivität. Jetzt muss die Ressourcenproduktivität sich dramatisch verbessern. Die Arbeitsproduktivität ist aber immer parallel zu den Löhnen gestiegen. Das weiß jeder Tarifverhandler. Und dadurch hat sie sich verzwanzigfachen können. Nur, bei Ressourcen, die sind im Laufe von 200 Jahren immer billiger geworden. Das heißt, es gibt keinen ökonomischen Anreiz für Ressourcenproduktivität, außer ein bisschen Idealismus. Das muss man korrigieren. Wir müssen politisch dafür sorgen, am besten, dass Ressourcen parallel zur gemessenen Ressourcenproduktivität teurer werden. Nicht etwa billiger, sondern teurer. Das muss man politisch durchsetzen. Das kann man machen. Man kann dann immer noch dafür sorgen, dass es einen Billigsockel gibt, damit es nicht gegen die Armen ausgeht und noch ein paar andere Sachen. Aber das sind dann Details. Wo sind die Gewinner, wo sind die Verlierer? Ich würde sagen, alle hier im Raum sind die Gewinner. Verlierer, Lastwagenlogistik vielleicht, Grundstücke fern vom öffentlichen Verkehr. Geografisch, wir Europäer sind die Gewinner und die rohstoffarmen Entwicklungsländer und die Asiaten, Ostasiaten vor allem. Und die Verlierer sind natürlich die, die viel zu viel auspusten. Und ich will eine politische Allianz der Gewinnerländer. Und wenn wir die pro Kopf gleichen Rechte durchsetzen, dann sind die Entwicklungsländer fast alle im Boot. Nicht im Boot, die üblichen Verdächtigen. Gegen diese müssen wir aber ohnehin Front machen, und zwar aus politisch-philosophischen Gründen. Die Grundvorstellungen von Ökonomie, Staat und Menschenbild sind krank. Das fängt an mit Thomas Hobbes, der Mensch ist eine egoistische Bestie. Und dann kommt Adam Smith, der große Aufklärer in England, sagt, nee, wir brauchen nicht eine Diktatur gegen die egoistischen Bestien, der Egoismus kann
über den Markt in Gemeinwohl verwandelt werden. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr so viel Staat. Und dann kommt Herbert Spencer, der sagt, wir brauchen überhaupt keinen Staat mehr, denn die Evolution sorgt dafür, dass die Starken sich durchsetzen und das ist gut für alle. Er hat in New York beobachtet, wie also Hunderttausende verreckt sind. Und dann sagt er, I was the privileged observer of evolution at work. Und auf dessen Basis haben dann so Leute wie Milton Friedman ihre heute Nobelpreisgewürdigte Ökonomie gebaut. Das kann gar nicht gut gehen. Man kann damit mit diesem staatsverachtenden Egoismus-Menschenbild weder Klimaschutz noch einen Ausgleich zwischen Arm und Reich bekommen. Vielen Dank.